So, wir haben jetzt schon ein paar Sachen gemacht und jetzt erzähle ich erstmal ein bisschen was Allgemeines über den Defender, was wir überhaupt hier uns angeschafft haben, was wir uns gekauft haben. Und genau, es ist also ein Defender 110, Modelljahr 2009. Das ist die SE-Ausstattung. Der hat eine Klimaanlage, der hat elektrische Fensterheber vorne. Dann haben wir Fahrer, Beifahrer, haben wir eine Sitzheizung. Wir haben natürlich klar die Untersetzung. Wir haben eine Scheibenheizung vorne und hinten. Wir haben einen Schnorchel schon vorne dran. Und genau, der hatte 7 Sitze. Jetzt mittlerweile hat er keine 7 Sitze mehr. Da ist noch die mittlere Sitzbank. Hinten die Sitzbank haben wir schon ausgebaut. Dazu aber gleich noch mehr. Dann hat er eine Anhängerkupplung, die ja, bisher noch nicht benutzt wurde, aber sie ist auf jeden Fall dran. Der hat so Seitentrittbretter, so Seitenschweller. Wurde bisher nicht im Gelände genutzt und hat, als wir ihn gekauft haben, 112.000 Kilometer gelaufen. Was wir bisher für den Defender gemacht haben, ganz am Anfang haben wir Thermomatten für die Scheiben gemacht. Das war uns wichtig, weil wir einfach, wenn wir damit unterwegs sind und jetzt momentan noch hier drin schlafen wollen, damit wir die Fenster alle zumachen können, haben wir da Thermomatten für selber zusammengeschnitten, genäht und genau, damit es ein bisschen isolierter ist, haben wir die fertig gemacht. Ich verlinke euch die Videos alle nochmal irgendwo in der Ecke oder unter dem Video, damit ihr euch das nochmal alles angucken könnt, was ich jetzt so erzähle. Was wir dann als nächstes gemacht haben, wir haben den kompletten hinteren Teil im Defender, weil wir damit erstmal mit angefangen haben, für den Roadtrip nach Mallorca, innen alles rausgerissen. Das heißt, da war ein alter Teppich drin, den mussten wir rausreißen. Dementsprechend auch sauber machen, weil das ziemlich eklig darunter aussah. Haben wir ihn alles rausgerissen, die hintere Sitzbank, beziehungsweise die hinteren beiden Sitze rausgenommen und dann erstmal alles sauber gemacht. Dann haben wir damit begonnen, den hinteren Teil, wo ich jetzt hier drin sitze, abzudichten. Wir haben das vorher mit Overtrol-Öl eingeschmiert, eingepinselt, damit es vor Rost geschützt ist. Und dann hinterher mit Karosserie-Lichtmasse abgedichtet. Dann haben wir für das Reserverad, was hinten an der Heckklappe hängt, eine Radabdeckung gemacht. Einfach damit der Reifen, was auch eine Strahlung geschützt ist, haben wir unsere eigene Radabdeckung gemacht, damit es ein bisschen geschützt ist. Der nächste Arbeitsschritt bei uns war, den hinteren Teil mit Alubutyl auskleiden, damit hinten der Defender allgemein ein bisschen leiser wird, hinten ein bisschen schallisoliert ist. Haben wir damit hinten komplett alles mit Alubutyl ausgeklebt. Nächster Punkt auf unserer Liste war das Armaflex zur Wärmedämmung. Haben wir einfach über das Alubutyl geklebt, damit es schön warm hier drin bleibt. Und direkt darüber haben wir noch diesen wunderbaren Teppich geklebt, der das Armaflex ein bisschen schützt, damit wir hier auch ein paar Sachen draufstellen können und das nicht ganz so anfällig ist. Genau. Nachdem wir das alles gemacht haben, fangen wir mit dem Innenausbau an. Das heißt, wir wollen in dem hinteren Bereich auf dieser Seite eine Sitzbank einbauen, wo wir natürlich Stauraum drunter haben und uns dann hinsetzen können mit der Rückenlehne, damit wir hier drin auch mal, falls draußen schlechtes Wetter ist oder ähnliches, dass wir hier drin sitzen können. Auf der gegenüberliegenden Seite, in dem Bereich, kommt ein Schrank hin. Der wird ungefähr bis hier hingehen, dann ein bisschen nach oben zur Decke, damit wir den kompletten Bereich als Stauraum haben, mit Schubläden, mit Schränken. Wie wir das genau aufteilen, das wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall wird auf dieser Seite der Schrank hinkommen und hier die Sitzgelegenheit. Neben dem Schrank kommt in dem Bereich der Kühlschrank hin. Wir haben uns einen kleinen schönen Kühlschrank ausgesucht. Der soll dann hier in dem Bereich stehen, damit man dann auch von der Fahrer- bzw. Beifahrerseite auch mal an den Kühlschrank rankommt während der Fahrt. In dem Bereich, wo ich jetzt momentan sitze, kommt auch noch ein Kistenmodul, wie auch immer man das nennen möchte, hin, dass man ein- oder ausbauen kann, je nachdem welchen Stauraum man haben möchte, kann man das eben wahlweise ein- oder ausgebaut haben, wo wir dann nochmal zusätzlich ein bisschen Platz haben. Danach kommt noch der Dachhimmel raus, oder davor, das wissen wir noch nicht, wie es gerade passt. Dachhimmel raus, wird auch mit Alubutyl gedämmt, Armaflex kommt drauf. Ob wir dann den gleichen wieder reinbauen oder einen anderen Dachhimmel reinmachen, wissen wir noch nicht, das schauen wir noch. Auf jeden Fall werden hier noch ein paar andere Lampen reinkommen, weil diese gelben Originallampen sind jetzt nicht so der Bringer. Eventuell ein Sternenhimmel, wir lassen uns mal überraschen, was da so reinkommt.
Wir werden noch entweder die Scheibe oder beide Scheiben oder nur eine von beiden gegen ein Klappfenster austauschen, damit wir auch an den Schrank dann wahrscheinlich auch von außen rankommen, um an die Sachen zu kommen. Was auf jeden Fall noch mit eingebaut werden muss in den Defender ist eine Standheizung. Die wird noch mit eingebaut. Wir werden noch einen Konverter einbauen, dass wir Landstrom haben, dass die Batterien während der Fahrt geladen werden oder auch eben wahlweise dann über den Landstrom geladen werden. Genau, wir wollen ganz normale Steckdosen verbauen, dass wir immer Strom haben, um alle Sachen aufzuladen. Oben auf das Dach kommt noch ein Dachträger. Da wird ein Dachzelt drauf kommen, wo wir dann drin schlafen können. Und dann wird wahrscheinlich noch ganz viel anderer Kram dazukommen, den wir jetzt bisher noch nicht geplant haben, der mit Sicherheit bald noch dazukommen wird. Und was ganz wichtig ist, was auf jeden Fall auch noch gemacht werden muss, auch relativ zeitnah jetzt, wird noch ein Unterbodenschutz. Das heißt, wir werden den versiegeln von unten mit einem Fett, damit eben der von unten rostgeschützt ist. Genau. Das war es erstmal von unserer kleinen Roomtour. Ich danke auch dem Kamerakind, was fleißig geholfen hat zum Filmen. Und ja, wir hoffen, euch haben bisher unsere Videos gefallen. Ihr werdet unseren Kanal abonnieren oder habt es schon getan. Verfolgt unsere nächsten Videos, gebt uns immer gerne einen Daumen nach oben. Teilt es mit euren Freunden, sodass die auch von unserer Aktion hier Wind bekommen und sich das anschauen. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns nächsten Mittwoch beim nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.